auto switch on it right here, an automobile switch, which... I'm going to get closer. Okay, turns it off and on. Now, I'm going to show you a very simple version of a very simple magnetic generator. Dr. Swartz from the Noah's Ark Research Foundation and also a partner with the New Ark Power Company. Wir sehen hier Dr. James Benjamin Schwartz, den Erfinder des Flux-Generators. Eigentlich nannte Dr. Schwartz seine Erfindung selber ERR, Electromagnetic Radiation Receiver. Er kann mit dieser Erfindung die elektromagnetische Strahlung der Sonne empfangen und in brauchbaren Haushaltsstrom umwandeln. Hammer! Das ist vielleicht gar keine so neue Idee, denn das können ja auch Photovoltaikanlagen. Doch der ERR, der kann auch nachts und sogar in Bunkern tief in der Erde das bewerkstelligen. Also wenn das auch nachts funktioniert, dann braucht er offensichtlich nicht unbedingt das Licht. Also was verwendet er denn sonst und was hat das für Auswirkungen? Das wollen wir hier mal untersuchen. Der Name, den er ja selbst vergeben hat, der heißt ja elektromagnetischer Strahlungsempfänger. Also der empfängt die elektromagnetische Strahlung, die natürlich ja von der Sonne ausgeht, aber auch Tag und Nacht auf uns niederprasselt. Sozusagen also Solarenergie rund um die Uhr und das mit so einem winzig kleinen Gerät, wie wir es hier auf dem Tisch sehen. Und dieses kleine Gerät hier, wie es uns hier gerade vorstellt, kaum 2 Kilo schwer, das leistet tatsächlich 800 Watt. Er zieht das aus diesen ganz speziellen Platten, die er uns hier gleich erklären wird, raus. Und wenn man sich überlegt, man bräuchte eigentlich das Ganze nur verzehnfachen, dann hat man schon 8 Kilowatt. Und wenn man das weiter kaskadieren würde, dann könnte man richtig riesige Kraftwerke bauen. Und wäre frei von jeder Form der fossilen Brennstoffe und Atomkraft und was alles unsere Umwelt so zerstört. Und dabei geht es ganz einfach gesagt um nichts Geringeres als möglicherweise um die Rettung der Welt, wenn man die heutigen Erkenntnisse zum Klimawandel in Betracht zieht. Ja? Kohlenstoffdioxid und Stickoxide, Elektrosmog und der Raubbau an Rohstoffen, einschließlich der Wälder, das ist doch das große Thema heutzutage. Und dieses kleine Gerät ist im Grunde genommen die Lösung. So, hier legt er jetzt gerade mal eine Leitung für seinen Hubschrauber-Scheinwerfer. Das ist wohl eine 24-Volt-Batterie und versucht also, diesen Scheinwerfer zum Leuchten zu bringen mit der Batterie. Und demonstriert uns quasi, dass das nicht möglich ist, weil diese Lampe, die eingebaut ist in diesem Scheinwerfer, viel zu viel Strom fordert. Also er kann diese 800 Watt, die diese Lampe benötigt, nicht aus der Batterie holen. Nicht genug Ampere, sagt er hier. Nun wechselt er rüber zu seinem Gerät und dann erklärt er so ein bisschen was und hier sagt er dann, das ist ein Frequenzgenerator und er hat 3 verschiedene Frequenzen abgespeichert. Und damit kommen wir wahrscheinlich dem Geheimnis auf die Spur. Er erzeugt hier eine Frequenz, die sich in das Erdmagnetfeld oder in die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung einkoppelt und mit ihr in Resonanz geht. So,
directly back here off of the, this comes directly off the plates here. You can see. Take it over there. Also das Gerät ist nicht eingeschaltet und das liefert auch im ausgeschalteten Zustand kein messbares Ergebnis. Hier misst er direkt an den Platten, um zu demonstrieren, dass da jetzt gar nichts kommt, und natürlich auch gleich an den Steckdosen und zeigt seinem Gast, dass da das Gerät im Grunde nicht arbeitet im Moment. Now, here's the thing that's different. This, explaining this the easiest way for a person that's not, that don't have knowledge, of course, you know, but people without knowledge, I say it's like AC-DC. DC, you have to have real heavy wire. AC, you can have real small wires. It's the alternating current. Well, this here is, it acts like DC and it acts like AC. It's not either one. So now you see now, but look at it, it's fluctuating. So, wenn ich das also richtig verstanden habe, dann erklärt er hier, dass es sich nicht unbedingt um einen reinen Gleichstrom handelt, aber auch nicht wirklich einen Wechselstrom darstellt, sondern es ist irgendwie so ein Mischstrom. Und davor sagt er noch, es handelt sich um Neutrino-Power oder was. Nun also die große Überraschung, tada! Er steckt den Stecker seines Scheinwerfers rein und er leuchtet so hell wie er nur kann. Satte 800 Watt werden diesem Gerät entnommen. Er sagt ja, keine Batterie der Welt könnte diesen Scheinwerfer zum Leuchten bringen, einfach weil er viel zu viel Leistung abfordert. And making a lot of money. 16 minutes now. Okay, so let's unplug it for just a little bit here. Let's check it. But I can run a great big truck battery down in 5 minutes with this light. Same. It hasn't lost a single bit. Because it's not using it up. It's completely replicating itself constantly. See, now if we can let it run for hours and it's still going to be the same. It's not going to change. Okay, so then if it doesn't change, and if you were to still use this light, and the light doesn't overheat, because... So, jetzt haben wir ihm eine Weile zugehört, und das ist das super Interessante hier. Er demonstriert, dass sein Scheinwerfer nicht wirklich sehr heiß wird. Er sagt, er wird gerade mal ein bisschen warm. Und dann erklärt er, dass dies eine völlig neue Art von Elektrizität ist, die hier entdeckt worden ist. Das ist der Hammer. Also die Physik lehrt sowas eigentlich gar nicht. Und dennoch, wir sehen vor Augen, wir haben hier eine völlig neue Energieform entdeckt. Würde man diesen Hubschrauber-Scheinwerfer mit einem gewöhnlichen Generator betreiben, dann würde es unglaublich heiß werden. Er sagt sogar, es würden kleine Rauchwölkchen aufsteigen. Und er fasst denn hier einfach so am Gehäuse an. Und das zeigt uns eigentlich, dass es eine völlig andere Art von Energie sein muss. Ja. Der Scheinwerfer leuchtet sehr, sehr hell, aber er wird nicht übermäßig heiß. Man kann ihn so anfassen. I just use the light only. Right. Okay. And it's all just coming out here. I mean, I know I would really like to be able to see, I mean, if we had a current sense resistor and you even got that, you know, to be able to see what kind of AC versus DC components and stuff we do have. Here's the thing. As we get into the next. Okay, Sie messen jetzt hier noch eine Weile rum und diskutieren ein wenig über das Gerät. Aber das Ganze hat ja auch eine Entstehungsgeschichte. Der
Dr. Schwarz hat zum Beispiel mal versucht, das als Patent anzumelden und hat dann einen bösen Brief gekriegt, wohl vom Pentagon. Das würde die nationale Sicherheit gefährden und deswegen könnte man da gar kein Patent drauf geben. Ist mal wieder typisch, da ist eine super Lösung vor uns und relativ ungefährlich auch, ohne dass wir irgendwelche Emissionen haben, vielleicht sogar im Gegenteil, dass sogar Elektrosmog verwertet wird in Wärme und Licht. Wie auch immer, diese Neutrino-Power, die hat es auf jeden Fall in sich und das wäre schon ein Weg für die Zukunft. Absolut. Wir können es hier jetzt ruhig auch mal etwas abkürzen. Eins der Hauptargumente des Pentagons war, sie würden dort Metamaterialien verwenden, in diesen Panelen eingebaut, ja. Und das würde wohl der Stealth-Technologie, also die Tarntechnologie, die ja zu dem Zeitpunkt auch noch sehr geheim war, touchieren bzw. offenlegen. Und das sei dann nicht so erwünscht. Das ist ja klar. Angefangen hat alles mal mit diesem kleinen Gerät hier. Das haben die tatsächlich zu Massen produziert in Japan. 60.000 Stück anscheinend. Hat alles komplett die Regierung konfisziert und verboten, auf den Markt zu bringen. Tarntechnologie ist auch heute noch ein unglaublich großes Thema bei den Militärs. Sie erreichen das durch sogenannte Metamaterialien oder auch linkshändische Materialien. Darüber machen wir vielleicht mal ein eigenes Video, aber entscheidend ist, dass diese Technik so weit fortgeschritten ist, dass man daraus Folien oder auch schon Stoffe produzieren kann, die man Soldaten umhängen kann. Die schlüpfen da rein und sind dann quasi unsichtbar, weil dieses spezielle Material mit der Umgebung interagiert, das heißt, es leitet die Lichtstrahlen um, sodass sie vorne von der Front her das zeigen, was auch im Hintergrund ist und quasi versteckt, was sich innerhalb dieser Folie, dieser Technik befindet. Und dazu habe ich hier mal so einen kleinen Clip, einen Ausschnitt eines Clips mit rein kopiert. Das ist in der Tat, dieses Metamaterial ist in der Tat offensichtlich auch verwandt mit der Technologie, die Dr. Schwarz hier verwendet, um seine Platten zu produzieren und diese Energie, diese ganz neue Energie quasi zu produzieren mit seinem Generator. Also das ist ein Werbefilm von einer US-amerikanischen Firma, die diese Tarntechnik herstellt als Folie. Dieser junge Mann hier, der bricht jetzt gerade in dieses Unternehmen ein und stiehlt eine solche Folie, wird natürlich erwischt und verfolgt. Dann beginnt natürlich diese Hetzjagd durch das Gebäude und zuletzt landet er dann in so einem Parkhaus und sieht, dass er völlig eingekreist ist von den Verfolgern und dann zieht er diese gestohlene Folie aus dem Rucksack und stellt sich dahinter und ist plötzlich unsichtbar und kann zuletzt auch entwischen. Also eine richtig dolle Tarnung hier. Und das ist eben kein Filmtrick, sondern das ist Realität. Diese Folien gibt es tatsächlich. Die Soldaten bzw. das Militär im Allgemeinen interessiert sich dafür. Die könnten ja natürlich auch Flugzeuge und alles Mögliche damit ausstatten. Und somit könnte man von keinem Feind, von mindestens von unten jedenfalls, nicht mehr gesehen werden. Und der Überraschungsangriff ist also perfekt. Aber jetzt mal zurück zu Dr. Schwarz. Dies ist ein älteres Video. Da stellt er sich selber vor und seinen ERR. Partner with the New Arc Power Company. Today we're here to introduce you to a new type of energy device. It's called an ERR. Basically, it's just an electromagnetic energy device. Very simple. We got three plates here, one, two, and three. I'll go real quickly over about the plates so you have an idea. Here's a spare plate here in case something happened. Der Erfinder erklärt hier in seinem Video zu seinem Gerät, das ja in diesem Fall sogar über 6000 Watt Ausgangsleistung hat. Nimmt er so eine Platine raus,
und erklärt den schichtweisen Aufbau. Er sagt, wir haben hier drei Platten mit einer soliden Aluminiumschicht auf der einen Seite, gefolgt von einer Schicht Bismut, dann wieder eine Schicht Aluminium mit 6 Aussparungen, dort werden die Wicklungen angebracht. Es folgt eine Lage Bismut, eine andere Platte mit Wicklungen, dann eine weitere Lage Bismut, dann eine weitere Platte Aluminium und so erhält man ein Panel. We gotta ground it to the earth. We gotta associate. We gotta connect. Now that's what we're gonna do here. We're gonna find the frequency of the earth that matches. Dann startet er so etwas wie einen Frequenzsuchlauf und er sucht eine Frequenz, die mit der Erdfrequenz in Resonanz geht, sagt er hier. Ne? Okay, Nan, you got a basic idea of it? I've got a basic idea. It's a small package. What is the energy output and the weight of this unit? Well, it's designed as a 6,000 watt unit, but we're only putting out today. We're only using about 300, a little less than 300 or 3,000 watts here. We got 3 800 watt lights here. The weight is approximately 42 pounds. The kit, that's mostly case. 8 pounds is the electronics itself, the plates and the circuit boards and everything. Could we pick it up? Sure, let's pick it up and move it around so people can see. Okay? Yeah. Yep. And having talked with you previously on several occasions, is it correct this has no moving parts? It has no, absolutely no carbon footprint. Guaranteed. Guaranteed. There is no moving parts. It does not leave a carbon footprint. This is environmental friendly. It appears to be. Ja, das ist dann nochmal ein sehr, sehr interessanter Kommentar hier. Er wird gefragt, ob das irgendwie bewegliche Teile hat oder ein Kohlenstofffußabdruck, wie auch immer, hinterlässt. Nein, sagt der Erfinder, nein, es ist absolut umweltfreundlich und verbraucht keine Ressourcen. Gut, jetzt legt er also nochmal eine Last an, macht seine berühmten Scheinwerfer wieder an. Das sind 3x800 Watt, also 2400 Watt, zieht er jetzt aus dieser Kiste und demonstriert uns damit die Leistung und dass er die Energie direkt aus der Umgebung, also aus der elektromagnetischen Strahlung unserer Erde, die ja von der Sonne kommt, entnimmt und zu einem brauchbaren Strom umwandeln kann mittels seiner Transformatortechnik, die er da drin hat. Jedenfalls eine super Idee, in Zukunft Energie zu gewinnen, Tag und Nacht nutzbar, ohne Umweltschäden.